Hallo zusammen. Mein guter Freund Aaron hat mir die Frage gestellt, was ich machen würde, wenn ich wüsste, ich hätte nur noch 3 Monate zu leben. Und ich habe mir gedacht, ich würde wahrscheinlich genau die gleichen Dinge tun. Ich würde sie nur anders tun, nämlich mit mehr Leichtigkeit, mehr Spaß und mehr Geduld. I'm gonna eat some soup. Das ist ein Zitat aus dem neuen Album von Kayam. Diese Band ist einfach der Oberhammer. Und die habe ich mir die letzten Tage so oft reingezogen, die ganzen Songs, weil die einfach total inspirierend sind. Die beiden sind ein großes Vorbild für uns. Und da esse ich gerade Sushi, weil wir auf dem Weg waren zu einem großartigen Seminar von der Nicole Georg über empathische Kommunikation. Das ist ein Thema, mit dem wir uns noch gar nicht so viel beschäftigt haben. Und auf diesem Seminar wurden uns Türen geöffnet, weil wir gelernt haben, dass jedes Gefühl da sein darf und dass die in Anführungszeichen schlechten Gefühle einfach Wegweiser und Botschaften sind für unerfüllte Bedürfnisse. Und im Seminar ging es eben auch darum, dass ein Konflikt eine Win-Win-Situation für beide Parteien, für alle Parteien sein kann, dass man nach einem Streit, nach einem Konflikt nicht geschwächt daraus hervorgeht, sondern eben beide gestärkt und mit mehr Klarheit über ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Ja, und dass wir Konflikte nutzen können, um uns in unserer Beziehung näher zu kommen und uns einfach noch besser kennenzulernen. Und das ist toll, wir haben nämlich ganz schön viele Konflikte. Und wir konnten auch schon einiges von dem Seminar umsetzen. Zum Beispiel, dass wir angefangen haben, in Ich-Botschaften zu sprechen. Und dass wir angefangen haben, ganz klar unsere Gefühle zu benennen. Und dieses Gitarrensolo ist so geil von unserem Freund Jan. Woo! Wir lieben es. Okay, von unseren inneren Kindern an eure inneren Kinder, vielen Dank, dass ihr dieses Video geguckt habt und wir halten euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit unserer Musik. Bis dann.